Ja, guten Abend in die Runde. Wir sind überglücklich über die wichtigen 3 Punkte. Es war kein einfaches Spiel, genauso wie wir es erwartet hatten, waren die Düsseldorfer sehr aggressiv, hatten auch eine gute Zweikampfquote, vor allem im ersten Durchgang war schon das Spiel ist schon sehr zerfahren. Wir haben es versucht, immer wieder mit Bällen in den Rücken der Fünfer Abwehrkette. Und hatten aber trotzdem die letzte Torgefahr einfach nicht auf den Platz bekommen. Haben die offensiven 1-gegen-1-Situationen im letzten Drittel dann eben leider verloren. Und auch die Hereingaben waren ein bisschen unglücklich. Im zweiten Durchgang war es dann ein Stück weit eine andere Musik. Wir haben es geschafft, auch das Spiel ein bisschen zu kontrollieren. Haben es über die 6 gespielt. Sind immer wieder auch dann in den Rücken der Abwehrkette gekommen und haben somit auch Torgefahr ausgestrahlt. Das 1-0 war sicherlich wichtig, war wichtig für die Brust, war wichtig für den Kopf, war wichtig auch für die Ruhe und für den Spielverlauf. Trotzdem hat die Fortuna auch nach dem 2-0 nie aufgehört, dran zu glauben, haben ein Tor erzielt, das dann nicht regulär war, Gott sei Dank. Ansonsten in der 80. mit 2-1 wird es auch nochmal eklig und eng. Wir sind sehr, sehr, sehr glücklich und sehr erleichtert und Kompliment einfach an die Truppe, an die Mannschaft, wenn Jungs rauskommen bei der Auswechslung wie Weston oder Franco, die stehen K.O. sind, ist es mal grundsätzlich unabhängig vom Ergebnis ein sehr, sehr gutes Zeichen. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an Domenico Tedesco? Ein Handzeichen in der Mitte. Mikro kommt. Gut. Herr Tedesco, ja. In der ersten Halbzeit gab es tatsächlich eine Torchance, die dann leider keine wurde, weil Franco Di Santo lieber nicht geschossen hat, sondern sich hat fallen lassen. Wie sehen Sie das als Trainer? Muss man da mit dem Stürmer nochmal sprechen oder eigentlich hätte das 1-0 sein können oder vielleicht sogar müssen? Ja, also ich habe jetzt die Situation nicht nochmal sehen können in der Zeitlupe, aber die Stürmer haben da trotzdem immer ein besseres Gefühl als wir Trainer da draußen. Sie wissen, von wo kommt der Gegner, kann ich noch einen Kontakt nehmen, kann ich schießen, ist die Lücke da zum Schießen. Deswegen wäre es jetzt nicht ganz richtig, wenn ich dazu was sagen würde. Ich müsste es mir einfach nochmal im Detail anschauen. Aber grundsätzlich wollen wir schon, dass unsere Jungs aufs Tor schießen. Das ist wichtig. Gibt es weitere Fragen? Dann bedanke ich mich und gebe das Wort an unseren Trainer Friedhelm Funkel, bitte. Ja, die Mannschaft hat auch heute wieder, meine Mannschaft hat auch heute wieder ein gutes Heimspiel gezeigt. Das zeigt auch die ganzen Statistiken. Das war ein sehr ausgeglichenes Spiel, in dem wir in der ersten Halbzeit die bessere Mannschaft waren. Wir haben gut nach vorne gespielt. Wir haben nach 4 Minuten natürlich eine Riesenmöglichkeit gehabt durch Benito Raman. Und wir müssen solche großen Möglichkeiten einfach nutzen, um dann gegen so eine Mannschaft wie Schalke auch mal in Führung zu gehen. Dann wird es vielleicht auch ein bisschen leichter. Das ist uns leider nicht gelungen. Der FC Schalke hat in der ersten Halbzeit nicht eine einzige Tormöglichkeit gehabt. Und darum ist es sehr, sehr schade, dass wir unmittelbar nach der Halbzeit mit 0-1 in Rückstand geraten sind. Das war die erste halbwegs gute Tormöglichkeit von Schalke. Da haben wir zu passiv verteidigt und dann kriegen wir unmittelbar nach das 2-0 unglücklich abgefälscht. Aber die Mannschaft ist auch danach nicht zusammengebrochen, sondern die hat versucht, weiter Fußball zu spielen. Wir haben auch weiter nach vorne gespielt und haben, Domenico hat es gerade gesagt, in der 80. Minute ein Rundtor gemacht, das wohl abseits war. Und das ist schade, dann hätte es nochmal das eine oder andere spannender werden können. Aber das ist im Fußball so, wenn ihr die Möglichkeiten nicht nutzt, dann ist es schwer, Spiele zu gewinnen. Aber die Leistung der Mannschaft war heute wieder gut gegen Schalke. Das ist ja nicht irgendwer, sondern Schalke ist schon eine der Mannschaften, die in den nächsten Wochen auch wieder nach oben kommen werden. Und dessen bin ich mir sicher. Aber auch wir werden weiter daran arbeiten, nicht nur gut zu spielen, sondern eben auch Tore zu erzielen. Und dazu müssen wir ein Stück weit cleverer werden, abgebrühter werden, Erfahrungen sammeln. Wir sind mit Nürnberg die Mannschaft, die wenigste Bundesliga-Erfahrung hat. Das sieht man in manchen Situationen. Sonst hätten wir jetzt schon 4 oder 5 Punkte mehr. Aber wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken. Wir werden weiter versuchen, so nach vorne zu spielen, wie wir das machen, uns weiter Tormöglichkeiten zu erarbeiten. Und dann werden wir auch Spiele gewinnen. Dankeschön. Vielen Dank, Friedhelm Funkel. Gibt es Fragen an unseren Trainer? Hier sehe ich keine Handzeichen. Dann bedanke ich mich fürs Kommen und wünsche allen ein schönes Wochenende.